Hallo und so Leute, zu einer weiteren Folge Hacked. Chris ist wie angekündigt Hallo. Da mit neuem Texturenpaket. Bei ihm, also bei mir. Yeah, er hat jetzt das hier. Das ist so toll. Es sah vorher halt standardmäßig aus, ne? Wie schade nach der. Genau, ich habe ein bisschen sortiert. Habe, genau, mir einfach mal alles. So, ist sogar alles richtig. So, alles in die Kiste hier gepackt. Der Rest ist sortiert, der hier in der. Wow. Woher ist das? Hast du das daran getan? Ja. Ich hab sortiert. Doch nicht. Ja, ich dachte, bevor ich das nachher... Voller Überzeugung und Stolz. Ich habe sortiert. Arschlecken. Ja. Das war übrigens nicht abgesprochen vorher. Guck mal. Wow. Okay, du siehst ein bisschen... ich glaub, du siehst schon ein bisschen creepy aus. Ja. Nein, ich kann ihn nicht geben. Eins? Da. Das ist ein Kaktushelm. Holy shit. Oh, hallo! Du siehst creepy-tastisch aus! Das tut doch weh! Funktioniert das eigentlich? Wird man von Zombies nicht angegriffen, wenn man die mit anhat? Ja, ich glaube nicht. Das wäre lustig. Lustig wäre es auf jeden Fall. Komplette Rüstung. Werde ich mir direkt erstmal was Kleines, Schönes bauen. So. Oh nein! Na sicher. Wir fliegen. Daneben. So. Dorthin. Und ich weiß nicht, wie man es macht. Ah, okay. So easy funktioniert das also. Wow. Das ist meine Rüstung. Oh ja, wir sind gar nicht im Aufnahmeraum. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Oh ja, super. Lukas, kannst du uns mal im Aufnahmeraum ziehen? Minecraft, bitte. Echt? Minecraft? Oh, ja, du kannst auch mitkommen und mit uns quatschen. Einen schönen guten Tag an die Minecraft-Zuschauer. Nein, ich ziehe die Jungs sofort. Du kannst auch mitkommen, ne? Ist jetzt nicht so schlimm. Ich wollte jetzt nur nicht, dass jetzt 1000 Leute noch dazukommen. Aber die sieht cool aus, die Rüstung, ne? Das ist auch eine der stärksten Rüstungen. Dann komme ich kurz dazu, aber ich piepse noch am Zieh die mal an, dann zeige ich dir mal, was die kann. Ich muss mir kurz mein Looting-Item ausmachen. Da. Da will ich mal konstruktiv die auch mal stören. Ja, sehr gut. Hervorragend. Ja, hebst du es wohl auf. Das heißt, solange, währenddem du dir das mal anguckst, werde ich euch beide nochmal wieder lauter stellen, denn ich habe euch letztens leiser gestellt. Alle. Unerhört. Das ist zu leise. Du meintest, ich soll die anziehen, ne? Ja, probier die mal an. So, bin wir da. Macht ihr den Minecraft oder Hexit? Hexit. Wenn du die komplett anhast, musst du mal E drücken und dann siehst du, was an der Seite steht. Du hast nämlich ein paar Buffs dazu bekommen. Und sieht awesome aus. Resistance, Fire Resistance, Strength. Okay. Das Ding ist geil, oder? Okay, kriegst du jetzt nicht mal wieder. warte mal, ich weiß nicht, ob ich noch eine komplette habe. Nein! Wow, Spinne! Hilf mir! Alter! Wow, was war das denn? Du hast den Loot gekriegt davon gerade. Alter. Was hat die gedroppt? Irgendwas Cooles? Nope. Die hat nichts gedroppt? Frechheit. Emerald Shard. Okay, das war das Einzige. Das ist ja... Das ist aber Standard. Mehr hat er nicht gedroppt. Alter, er schreckt mich voll, ey. Und dann ich springe erstmal so auf deinem Kopf, ey. Ich hatte auch nur... Nee, ich habe keine komplette davon. Keine zweite. Okay. Du kriegst sie wieder. Wir fehlen... Bin ja nicht so. Du kannst es oben anziehen, der Rüstung. Achso, ja, das kann ich natürlich auch machen. Bei dem Ständer. Gerade jetzt, glaube ich, den Kopf... irgendwas hast du gerade mitgenommen. Ja, irgendwas bestimmt. Das hat sich angehört, als würde ich was mitnehmen. Ja, ich wollte hier noch ein Dach bauen, aber ich muss mir noch wegen dem Holz... nee. Weil... Das sieht schon cool aus, diese Rüstungsständer. Schüchen. Mhm. Du hast die Schüchen noch. Genau das, was ich nicht doppelt habe, hast du noch im Inventar. Nein, die Schüchen habe ich eben gedroppt. Die musst du haben. Ich habe sie nicht im Inventar. Guck. Ich guck mal kurz unten nach. Hallo? Hallo? Schuhe? Was zur Hölle?
Also ich hab's auf jeden Fall nicht im Inventar. Ich auch nicht. What the fuck? Alter! Scheißzeug. Kann das in eine Kiste reingefallen sein? Nee, ich hab keine zum Ablegen. Das ist ja ärgerlich gerade. Das ist so jetzt merkwürdig. Es sei denn, du hast sie. Nein, hier sind nur 4 Cobblestone drin und hier nur 2. Sonst okay, müsstest du auf den Kiste gehen. Ja eben, und das kann ich, hab ich eigentlich nicht. So, wie heißt das denn? Oh, was ist das wieder? Das geht ja so nicht. Bei allem wäre es mir egal gewesen. Wie heißt das? Ja, ja. Wie hieß die Rüstung nochmal? Warte, ich geh oben gucken. Hättest auch hier unten kurz gucken können. Ich guck kurz hier unten. Ich hab hier doch noch welche, aber halt keine Schuhe. Darum geht's ja. Achso, das ist... Scale. Das ist einfach nur Scale. Ja. Lukas, wie geht's dir? Nicht da. Okay, Scale Boots, einmal, habe ich im Inventar. Hey, oh. Hervorragend. Oh, gut. So, jetzt müssen wir den erst wieder bestücken da oben. Scale Boots. Ah, die Rüstung ist cool, wenn man die komplett hat. Ja, die ist richtig cool. Genau wie die meisten Rüstungen, wenn man sie komplett hat. Ich habe ein paar Rüstungsteile davon, so ist es ja nicht. Aber die lohnt sich halt erst so richtig, wenn es komplett ist. Vorher ist es halt traurig, weil man dann durch die Haltbarkeit wegkriegt. Weißt du schon, wo du das Portal hinsetzen willst? Genau, Chris hat sich auf eine Insel gebaut. Die kann ich euch gerade zeigen, wo sie ist. Da. Man sieht sogar schon. Diese blocktastische Ausarbeitung dieser dieses Teams. Ja, es ist ein Traum, aber ich muss zumindest mal eine Grundlage schaffen. Ja, ich könnte direkt ein Portal hinsetzen. Ja, da war ich gut weg, musst du doch tatsächlich vermutlich Kontakt aufnehmen. Oh nein, ich muss jetzt nochmal gucken, wie man diese Türen macht. Rift-Türen. War es so einfach oder war es nicht so einfach? Ich weiß es nicht. Ging es vielleicht damit? Ich muss mal kurz gucken, ob ich Rift-Türen hinkriege. Dazu brauche ich aber, glaube ich, da. War es so, dass man da Enderaugen nebensetzt? Nein. Enderperlen auch nicht. Was wäre mit 2 Türen und einer Enderperle? 2 Türen, Enderauge? Nein, ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Uppala. Nochmal nachgucken. Jetzt gebe ich mir aus, muss ich mir wieder... Ich muss nochmal irgendwo die Einstellung gucken. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Achso, das heißt noch nicht mal Rift. Doch, da. Warp Door. Okay, 64 Warp Doors. So viel wollte ich eigentlich gar nicht. Enderperle? Ja, aber ein paar Vorraten. Ach, okay, super. Nee, ich tu die jetzt auch wieder weg. Ich wollte es ja nicht haben. Also nicht so... Nicht so viele. Nicht ercheatet. Das heißt, ich brauche Türen. Das heißt, ich brauche Holz. Ich muss ein paar auf Vorrat machen. So. Ja, ansonsten haben wir einfach erstmal das Portal genau in die Mitte auf der Insel. Dann baue ich erstmal drumherum, kann mich nachher noch entscheiden, falls ich jetzt hinterherlaufen muss. Ja, okay. Man kann es erstmal machen. Dafür brauche ich davon 2 gleich. Mache aber jetzt erstmal ein paar Türen davon, falls ich nochmal Portale bauen will. Es waren... Wie habe ich die gemacht? Jetzt habe ich gerade geguckt. Na genau. Wow, 5 Stück habe ich gebaut. Das ist doch so viel. Ja. Gut, erstmal heißt das unten ein Loch in der Wand kloppen für dich. Genau. Was sammeln. Kontakt dem Jans, denke ich mal. Oh. Ja, passt. Jans Hütte. Wie viel mache ich denn da Platz zwischen? 3? Ja. So. Jans Hütte. Wie tief ist denn die hier? Okay, jetzt kann man es natürlich mehr sehen. Haha. Okay, ist es doch nur so kurz? Ja. Interessant. Ja, so ist das eigentlich nur. Ist das eigentlich nur? Ja. Ist nur ein Block oder was? Es ist nur diese wirklich nur eine Tür. Mehr nicht. Oh, ich hab keinen. Schon. 1, 2, 3. Den brauche ich. ich brauch, glaube ich, sogar nur eine Tür. Zack. Jo. Zack. Müssen los.
dom 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 dom. Jetzt habe ich eben meinen Stab gespammt. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Steht ein Pferd in dem ungeladenen Schank bei mir. Wow. So wow. Da war auf den Boden geknallt. Wo willst du sie haben? Du kannst auch direkt mal einen passenden Boden drunter setzen. Was ist das? Ja, genau. Ich mach's einfach erstmal in die Mitte. Wo ist das denn? Das ist eigentlich der falsche Boden. Wie willst du den Boden haben? Wir machen, bauen dir. Okay. Das heißt. Machen wir's so erstmal. Oh, ist ja gruselig. Zauber. Ist ja gruselig, ne? Magie. Zack, zack. Und entriegelt. Ja, sehr gut. Ja, funktioniert doch sehr schön. Muss ich noch ein Schild hinpacken? So. Wieder einen Schritt weiter gekommen. Für eine vollkommene Hexit-Welt. Die wird immer größer. Ach, das hab ich noch gar nicht gesehen. Hier unten ist Weidenfarm. Ja, genau. Das ist halt nur was nach. Ist denn hier noch so? Ach so, ja, hier wollte ich noch bauen, aber das ist jetzt nur der Durchgang zum Tierding. Habe ich ja, glaube ich, erzählt gehabt. Was macht der Regler, wenn du den hier anmachst? Probier aus, dann darfst du nur neu setzen. Ah, Wasser. Ah! Sehr praktisch. Jetzt wartest du kurz, bis alles vorne ist und dann machst du das Wasser wieder aus. Sehr cool. Oh, ich sammle schon ein. Nein, ich will nicht einsammeln. Muss ich ja neu pflanzen. Nicht sehr praktisch. Ja, man muss halt dann nur einmal durchlaufen und neu. Neu pflanzen. Das ist cool. Ja, ich bin noch so verbaut beim ersten Mal, das war richtig traurig. Aber egal. Ja, okay, das reicht. Du kannst ja sowieso schon wieder drauf laufen. Das ist ja nicht. Du läufst sowieso drüber und deswegen reicht, wenn du es einmal anmachst. Wenn du springst. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Scheiße, hab ich eine Hacke. Nein, ich habe auch keine gerade hier unten. Nee. Ich hole eben eine. Kannst ja schon mal anfangen, den Rest zu machen. Mach ich jetzt so. Hab ich auch gerade nicht drüber nachgedacht. Und dann war der Doppelsprung und dann scheiße. Wo sind meine Samen da? Du wirst ja genug haben. Ja, im Endeffekt wollte ich das halt alles haben, weil. Ja, weil wegen, ne? Weil wegen Tiere vermehren bringt gut Level. Und dafür brauchst du halt auf Dauer doch einiges an Stuff. Zack. Aber überlaufen normal durfte ich, ne? Ich darf nur nicht drauf springen. Nur nicht springen. Du darfst nicht über einem Block sein. Also kannst du, glaube ich, auch von hier oben hier runterfallen. Das macht nichts aus. Aber du darfst halt nicht springen drunter. Das heißt, du gehst da einfach ganz normal runter und gut ist. Ja, das war jetzt die erste. Ich wollte hier gegenüber, wo ich hier schon mal angefangen habe, ein bisschen was wegzuhauen. Nachdem ich mein Zimmerchen oben fertig gebaut habe, wollte ich Melonen- und Kürbisfarm hinbauen. Ja. Also ganz einfach, aber auch nicht so kompliziert mit Lore, die hin und her fährt und sowas, sondern einfach nur ganz schlicht und einfach. Ich hatte so eine Melonenfarm gebaut, die war aber nicht so groß. Wo von beiden Seiten dann halt. Heißt das, was das im Prinzip zusammenpresst und dann so runterdrückt direkt ein Wasser, was dazwischen fließt. Ja, ich wollte halt einfach nur mit Pistons von unten. Einmal eine Druckplatte, die löst Pistons aus, du läufst einmal durch und dann ist gut. So. Sehr schön. Bang. Ja, ich habe noch so viele Sachen. Güsel müsste ich noch machen. Destruction Catalyst? Ja, der ist cool. Was für? Den kannst du zum Einreißen von Wänden nehmen, wenn du Sprengpulver hast. Bloß habe ich gerade kein Sprengpulver mehr, weil ich den schon voll geused habe für hier unten. Ganz deswegen auch drei Deckenhöhe. Wo ist der Zombie, den ich gerade gehört habe? Ja, genau, ich habe ihn nämlich auch gerade gehört. So ganz kurz, nicht, dass ihr euch erschreckt, ne? Ich werde jetzt aus dem Tunnel gehen, weil ich habe mal zu gucken, noch was vor und dann muss ich jetzt erstmal mein Loft aufräumen lassen. Wie ist es? Bis später. Ciao.
Und wenn der Lukas schon geht, dann können wir auch schon langsam Tschüss sagen für diese Folge. Es ist traurig, aber es ist vorbei. Es ist schon wieder vorbei. Es ist vorbei. Es hat keinen Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Aber stürzt sich nicht vom höchsten Punkt der Karte. Oh doch, auf die Insel! Tada, ich bin oben. Yeah. Kann ich dieses Laub eigentlich abbauen? Das würde ich gerne mal austesten. Auf eine Schere Gott. Holen! Wo kommt denn der Weizen rein? Welche Pflanzenprodukte? Ja, okay, weil da nichts drin war. Doch, oben in der Mitte. Auch nicht viel. Ja, jetzt sind ein paar mehr. Bali so. Und... Oh, ja. Zack und... Zack. Ja, Bali-Feld wollte ich noch ein identisches daneben, weil Bali schneller wächst. Und, naja, auf jeden Fall danke ich jetzt erstmal fürs Zuschauen dieser Folge und demnächst geht's heiter weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Cheerio. Yeah. Yeah.